Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich weiß, in Deutschland da herrscht gerade wieder die zweite Welle und es wurde wieder ein Lockdown verhängt. Das muss euch alle ziemlich mitnehmen und es ist wahrscheinlich ziemlich scheiße. Deswegen hoffe ich, dass mein kleines Video euch vielleicht ein bisschen aufmuntern kann. Und jetzt geht's los. Bin ich schon 9 Tage mit dem Van unterwegs und ja, was soll ich sagen, er zeigt seine ersten Verschleißerscheinungen, denn es hat sich schon eine Schublade verzogen und die musste ich dann leider aufbrechen, um an meine Schuhe zu kommen. Und ja, da habe ich jetzt mal provisorisch versucht, eine Kiste zu besorgen. Die kann man jetzt dann hier rausziehen. Da sind jetzt meine ganzen Schuhe drin. Die verschwindet dann da drin auch wieder. Das Brett habe ich jetzt von der restlichen Schublade gelöst. Ich weiß noch nicht, was ich damit mache. Eigentlich hätte ich Winkel besorgen müssen, nachdem ich aber heute schon beim Baumarkt war. Ja, ich war einfach genervt. Deswegen habe ich mir ein Brett im Baumarkt besorgt. Und das war natürlich dann zu groß. Und dann konnte ich es nicht mehr vom Holzzuschnitt ändern lassen, weil ich den Kassenzettel nicht mehr hatte. Und dann gab es am Ausgang zum Glück so Do-it-yourself-Sägen, mit denen ich das ausprobieren konnte. Und es war dann so, die Leine von Frieda erhängt mich gerade. Frieda, komm mal her. Wir machen gerade ein Video. Reißt dich zusammen. Also ernsthaft, eine Frau redet statistisch etwa 3-mal so viel mit ihrem Hund als mit ihrem Ehemann. Und jedenfalls war es dann so, dass ich dann da stand und mich scheinbar sichtlich richtig dumm angestellt habe. Wille nimmt ein bisschen das Dumme aus dem Gesicht. Und glücklicherweise ein sehr nettes Pärchen Mitleid mit mir hatte und die haben dann mir geholfen, dieses Brett durchzusägen, weil das mit der Handsäge auch mega schwer war. Wir haben zu dritt dieses Brett gehalten und durchgesägt. Also vielen Dank nochmal an dieser Stelle, weil ohne die Hilfe hätte ich das wahrscheinlich nicht geschafft. Phänomena. Werde ich die Beine, die ich mir im Baumarkt besorgt habe, hier liegen sie schon, mit der Hand hier reinschrauben. Ob das nachher alles dann so passt, wie ich mir das vorgestellt habe, würde mich ehrlich gesagt selbst wundern. 3. Und mir das irgendwie anders vorgestellt habe von der Passform, überlege ich, das Brett komplett wegzumachen und einfach nur einen Sichtschutz hinzumachen. Ich denke mal nicht, dass mir die Schublade beim Fahren rausfällt. Und ich meine, selbst wenn, dann kann ja nichts passieren. Es rutscht halt dann auf den Boden nach draußen. Sind ja nur die Schuhe drin, also von dem her wäre es eigentlich kein Problem. Denn das mit dem Brett, so schön wie es ist, es passt einfach nicht. Also da müsste ich dann noch Sachen besorgen und das, da habe ich jetzt ehrlich gesagt keine Lust mehr drauf. Ich kann nicht! Ich kann nicht! Checkst du es nicht? Denn ich war heute schon beim Baumarkt und wie man sieht, hängt ja auch immer noch die Wäsche. Denn es regnet draußen. Und deswegen wollte ich auch das Wetter nutzen, um an meinem Bus diverse Veränderungen vorzunehmen, denn das Waschbecken, dieses hier, das hat gespritzt, denn das stand hier oben drauf und das war zu hoch. Und wenn man dann Wasser rausgelassen hat, dann ist das immer hier reingespritzt und ja, das war auf jeden Fall nicht gut. Deswegen habe ich das jetzt hier umgebaut, Körbchen hingemacht, die sind natürlich festgeschraubt. Und habe dann hier noch sowas hingemacht, dann kann ich hier noch große, längliche Sachen verstauen. Weil für die habe ich nämlich bisher zu wenig Platz gehabt. Und es sind auch Sachen, die man ständig braucht. Mein Kaffeekocher, Olivenöl etc. Und ich habe mir jetzt einen 5-Liter-Kanister besorgt, der leider auch nicht so ganz optimal reinpasst. Ich habe den jetzt ein bisschen gequetscht, aber das Gute daran ist, er kann auch nicht rausrutschen. Weil der ist da so reingeschoben, dass der da fest drin steht. Man muss ihn wirklich mit Kraftaufwand raus befördern. Und falls ihr euch wundert, was das Weiße ist, ich habe vorhin schon mal versucht, ihn irgendwie zu bekleben, weil das natürlich nicht so schön ist. Das habe ich dann aber wieder abgemacht. Das hat mir nämlich nicht gefallen. Stattdessen habe ich das benutzt, um hier die Leisten zuzukleben. Denn da waren ja überall Löcher und das fand ich nicht so schön, dass man die Löcher sieht. Deswegen habe ich das so beklebt. Ich überlege, ob ich es jetzt hier noch mit bis rauf mache. Ich fand es ganz gut, dass es vielleicht mit dem Körbchen abschließt, aber das sind so Kleinigkeiten, das überlege ich mir dann gleich noch.
Ansonsten habe ich auch noch mal so ein Band gekauft. Das fand ich jetzt irgendwie schöner als dieses grobe. Und wie man sieht, liegt hier wirklich alles rum. Also es sieht hier im Moment aus. Es ist dreckig as fuck. Es ist wirklich unordentlich. Uns ist hygienisch sauber. Es wird jeden Tag gesaugt. Es wird am Ende Woche gewischt. Und mehr Hygiene kann man in einem Haushalt nicht haben. Jetzt bastel ich noch an meiner Verkleidung für das Schuhfach. Und es wird so ziemlich meine Abendbeschäftigung sein. Und dann muss auch noch der Wasserkanister verklebt werden, weil der sieht natürlich so, wie er jetzt aussieht, nicht so schön aus. Deswegen werde ich den wahrscheinlich folieren. Ich habe noch so eine Roségoldfolie dabei und mit der ein bisschen rumbasteln, dass es nicht mehr so ganz so nach billigem 0815 Wasserkanister aussieht. Und ja, jetzt ist ein Päckchen angekommen für mich. Das war ja der Grund, warum ich eigentlich auf den Campingplatz gefahren bin. Von meiner lieben Mama. Ganz liebe Grüße, Mama, dein Päckchen ist angekommen. Und ich habe so drauf gewartet und ich freue mich jetzt riesig, das aufzumachen, denn da sind ganz viele tolle Sachen drin, die ich auch unbedingt brauche. Und deswegen habe ich jetzt auch die Kamera eingeschaltet, damit ihr das jetzt live miterlebt. Den Glücksmoment meines Tages. Wir denken an dich. Ja, meine Mama. Oh. Sie ist so süß. Schau mal, wie süß. Ist ein aufklappbarer Wasserkocher. Es gibt zwar so kleine Campingkännchen, die man aufklappen kann, die man mitnehmen kann, aber die muss man dann eben auf eine Herdplatte stellen, auf einen Gaskocher, um das Wasser dann heiß zu machen. Und das hier, das ist wie gesagt ein Wasserkocher, den kann man an Strom anschließen. Der funktioniert natürlich nur, wenn man an den Strom angeschlossen ist, das Auto. So zum Beispiel jetzt auf dem Campingplatz oder auf dem Stellplatz, wenn man halt Strom zieht, weil dann hat man eben die Voltzahl, die ganz normale, um eben diesen Wasserkocher auch anzuschließen. So, und jetzt, genau, klappt er sich so auf und dann füllt man hier oben das Wasser rein, glaube ich. Ah ja, genau, so. Ja, oh, das ist ja, ey, das ist ja phänomenal. Oh, es ist phänomenal. Ich liebe es jetzt schon. Also, Wasser rein. Er hat nicht so viel Liter. Es sind 0,6 Liter. Also für eine Person reicht es auf jeden Fall, für den Kaffee morgens zum Beispiel zu machen oder auch für einen Tee aufzukochen. Das ist schon ganz praktisch, wenn man halt wirklich am Strom angeschlossen ist. Ich meine, mit dem Gaskocher geht es super schnell. Ich habe das jetzt auch gemerkt. Also es ist eigentlich kein Unterschied. Aber nichtsdestotrotz, wenn man mal einen Tee machen will oder eine Wärmflasche füllen will, dann ist es halt doch einfach Luxus. Meine Mama hat mir noch Süßkram eingepackt. Oh, und Lebkuchen. Viel zu geil. Ohne Witz. Das ist echt geil. Ah ja. Genau, das ist die Schmidt-Würze zum Kochen. Danke, Mama. Und Autan, das habe ich nämlich auch vergessen. Und hier, das ist das Allerwichtigste, darauf habe ich eigentlich die ganze Zeit gewartet, weil darüber habe ich mir natürlich keine Gedanken gemacht, als ich losgefahren bin. Es war sehr dumm. Ich beziehe ja mein Internet hauptsächlich übers iPad, habe halt einen Vertrag, ganz normal. Und deswegen, ich habe kein WLAN im Bus, manche haben das ja, aber das war mir zu teuer, deswegen habe ich einfach einen Vertrag. Und dann habe ich aber festgestellt, dass nach wenigen Tagen mein iPad leer war und ich es nicht aufladen konnte. Weil ich habe ja jetzt 9 Tage, bin ich frei gestanden. Und da habe ich natürlich keine normale Voltzahl, keine normale Steckdose, sondern eben nur mein 12 Volt über die Solarzelle. Das läuft alles über USB-Anschluss. Und damit mein iPad zumindest ein bisschen mit Strom versorgt ist, wie das Handy auch, habe ich mir jetzt passend zu meinem iPad einen USB-Anschluss bestellt. Und wie gesagt, dann kann ich eben über die USB-Anschlüsse hier im Auto auch mein iPad aufladen, selbst wenn ich frei stehe. Das war ultra wichtig für mich, weil sonst habe ich kein Internet. Nein, doch. Oh. Wenn man dann eben doch vermehrt auf Stellplätzen mal ist, dann kann man sich eben trotzdem mal die Haare föhnen. Und es ist dann schon wichtig. Gut, das war's soweit aus meiner Kuschbox. Ich werde mir jetzt erstmal Snickers genehmigen und keine Werbung. Und mach das nicht, Süßkram, ruf Diabetes hervor und mach dick.